Mein Name ist Nicola Kalberg. Ich bin von der Firma ADE in Hamburg. Wir sind hier auf der IFA und stellen unsere neue Produktserie vor. Das sind Tracker, Activity Tracker, Körperanalysewagen und auch Blutdruckmessgeräte, die zusammen mit der neuen Fitvigo App arbeiten. Vielleicht kurz mal was zu der Fitvigo App, die wir entwickelt haben. Wir haben angefangen vor gut einem Jahr an dieser App zu arbeiten. Es gab vorher schon mal Versuche, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Da sind wir ehrlich gesagt nicht so richtig glücklich gewesen, weil wir mit chinesischen Apps zusammengearbeitet haben, die den Anforderungen unserer Kunden einfach nicht genügt haben. Letztes Jahr hat man sich mit einem jungen Team entschieden, mal ganz was Neues auszuprobieren und das selber zu machen. Inzwischen ist da eine App herausgekommen, die als Companion-App an den Markt gegangen ist. Wir haben eine App, die ein ausgezeichnetes Design hat. Wir haben einen ganz neuen Ansatz gefunden und ein virtuelles Wesen definiert, das im Grunde genommen alle Körperdaten, die mit den angebundenen Produkten ermittelt werden, in einer emotionalen Art und Weise widerspiegelt. Und dieses kleine Wesen, wir nennen es Vigo, ist in diese App integriert. Natürlich ist es trotzdem auch eine klassische Tracking-App. Man kann damit seine Schritte und seinen Blutdruck oder sein Gewicht genauso auch verfolgen. Es gibt einen zusätzlichen Ansatz, das nennen wir das Habit-System, also das Durchbrechen von sag ich mal, den unangenehmen Eigenschaften und Angewohnheiten, die man so im Alltag hat. Also vielleicht zu wenig zu trinken, sich zu wenig zu bewegen. Und deswegen haben wir eine Reihe an Aufgaben integriert, die von diesem Vigo in der App vorgeschlagen werden und nennen diese App dann eben auch ganz bewusst nicht Fitness-App, sondern eine Wohlfühl-App, weil es darum geht, einfach mehr Bewegung, mehr Aktivität ins alltägliche Leben zu integrieren und das möglichst ohne Druck oder ohne, dass man die Lust daran verliert. Deswegen ist Vigo also Motivationshilfe, genauso wie diese kleinen Aufgaben, die gestellt werden. Und worauf wir sehr stolz sind, ist, dass wir tatsächlich jetzt schon im Gegensatz zu vielen anderen unserer Wettbewerber einen Datenschutz zusichern können, der jetzt schon den EU-Richtlinien von 2018 entspricht. Das heißt, jeder Nutzer kann sich entscheiden, ob er die volle Funktionalität dieser App nur lokal auf seinem Handy nutzen möchte oder ob er tatsächlich sagt, ich möchte das in der Cloud verwalten, dann sind wir nur auf deutschen Servern in der Telekom Cloud. Oder natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich zu synchronisieren mit den üblichen Health-Apps, die großen Hersteller anbieten, wie jetzt zum Beispiel Google Fit oder Apple Health oder auch Samsung S-Health. Die App ist ausgezeichnet worden für dieses Design mit zwei Designpreisen in diesem Jahr, den German Design Award und den IF Design Award. Den haben wir gewonnen, da sind wir stolz drauf. Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass Vigo eben auch einfach unglaublich toll geworden ist und ein ganz charmantes Wesen ist und einfach die App auch sehr übersichtlich gestaltet ist. Insgesamt kombinieren tun wir das als im Grunde genommen ein Produktportfolio für eben Leute, die grundsätzlich ihre Gesundheit überwachen oder sagen wir mal zumindest ihre Aktivität irgendwie im Blick haben wollen. Es gibt also Aktivitätstracker, es gibt Blutdruckmessgeräte und Körperanalysewagen oder auch normale Personenwagen. Die werden per Bluetooth mit der App connected, das ist kinderleicht. Und dann hat man im Grunde genommen lokal oder eben in der Cloud seine Daten immer zur Verfügung. Den Tracker, den wir jetzt gerade neu gelauncht haben, hier für die IFA, das ist unser Modell AM1700, den bringen wir für einen sehr fairen Preis auf den Markt. Das war uns total wichtig, weil wir das Gefühl haben, dass solche Geräte häufig dann doch letztlich ein Preisproblem haben. Nicht jeder ist bereit, 300 Euro oder 180 Euro oder so für so ein Produkt zu bezahlen. Und wir haben tatsächlich eigentlich die volle Funktionalität der großen Wettbewerber, so im mittleren Segment inzwischen, für 89 Euro jetzt auf den Markt gebracht. Damit starten wir praktisch hier zur IFA. Und ich habe eine Kollegin, das ist die Caroline Simon, das ist unsere Produktmanagerin für diesen Bereich. Und die kann gerne nämlich das Produkt nochmal zeigen. Den AM1700 gibt es in mehreren Farbversionen. In der Regel immer zwei Armbänder in einer Verpackung. Das heißt, man kann sich immer entscheiden, ob man schwarz oder eben eine Farbe tragen will. Da gibt es ein hellblau, da gibt es ein neonorange oder ein schwarz oder ein grau. Und vielleicht magst du noch mal was zu den Funktionen vom Tracker sagen. Ja,
hi, ich bin Caro, ich mache das Produktmanagement für unsere FitVigo-Produkte und ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen mehr zu unserem neuen Tracker. Der Tracker kann natürlich alle klassischen Funktionen, also Schritte, Distanz, Kalorien und auch Schlafüberwachung. Die erfolgt bei unserem neuen Modell automatisch, also muss man auch nicht selber dran denken, das zu aktivieren. Außerdem kommt unser Tracker mit Pulsfunktion. Das heißt, ich kann entweder manuell sagen, so, ich möchte jetzt gerne wissen, wie mein Puls ist. Dann kann ich das manuell selbstständig am Tracker starten. Oder aber der Tracker misst kontinuierlich automatisch regelmäßig meinen Puls und überträgt das dann an die App, sodass ich immer nachvollziehen kann, wie meine Pulsentwicklung über den Tag war. Neben den klassischen Tracking-Funktionen haben wir aber auch noch kleine, smarte Zusatzfeatures, zum Beispiel Smart Notifications. Denn unser Tracker soll ja im Alltag helfen und da ist es schon sehr praktisch, dass, wenn zum Beispiel mein Handy lautlos ist, ich mal wieder die Nachrichten verpasse oder meinen Anruf, dass mein Tracker mir anzeigen kann, dass ich Nachrichten oder Anrufe bekomme und ich kann diese Nachrichten dann auch direkt auf dem Tracker lesen und auch speichern, wenn ich das möchte. Außerdem haben wir Sportmodi integriert für den Tracker. Das heißt, ich kann eine Art Sporttagebuch führen. Dazu kann ich zum Beispiel den Fahrradfahrmodus auswählen. Den aktiviere ich dann, fahre meine Runden, fahre am Fahrrad, kann den wieder beenden und kriege dann am Ende gleich eine Übersicht angezeigt, wie meine Distanz war, wie viele Kalorien ich verbraucht habe. Und natürlich wird der Berechnungsalgorithmus für jede Sportart angepasst, sodass es wirklich mit der Sportart, die ich ausgewählt habe, zusammenhängt. Darüber hinaus haben wir einen Inaktivitätsalarm. Das heißt, wenn ich mich mal wieder eine Stunde überhaupt nicht vom Bürosessel erheben konnte, dann vibriert mein Tracker und erinnert mich daran, dass ich mich vielleicht mal wieder bewegen sollte. Außerdem haben wir noch Kalenderfunktion. Das heißt, wir können Erinnerungen einstellen. Und mein Tracker zeigt mir dann einen Text, den ich selber eingeben kann, an und erinnert mich an Aufgaben zum Beispiel. Ansonsten ist der Tracker sehr leicht zu wechseln. Ich ziehe den einfach ein bisschen auseinander, kann dann mein zweites Armband zum Beispiel anlegen, falls ich doch lieber mit Schwarz ausgehen möchte abends oder Schwarz einfach schöner finde. Genauso kann der auch einfach wieder eingesetzt werden. Ansonsten wird der einfach genauso wie er ist, ohne Kabel in den PC, in eine USB-Buchse, in irgendeinen USB-Anschluss gesteckt und lädt in 45 Minuten wieder voll auf und dann hält der Akku auch für eine gute Woche ungefähr. Ja, ansonsten ist unser neuer Tracker wasserdicht nach IP67. Das heißt, ich kann damit schwimmen gehen, kann auch einen Startsprung machen. Ich muss jetzt nicht Tiefseetauchen gehen damit, aber schwimmen ist kein Problem und wenn ich kalt dusche, ist Kaltduschen auch kein Problem. Ja, ich würde euch dann jetzt noch kurz das Menü zeigen, damit ihr auch wisst, was euch so erwartet. So. Ich aktiviere den Tracker dann jetzt einmal. Das passiert am besten über Streichen. Wir haben ein Touch-Display, das heißt, wir bedienen uns durch Tippen und Streichen durchs Menü. Natürlich vom Startbildschirm aus die wichtigsten Werte, Schritte, Kalorien, Distanz und der Puls. Der kann jetzt natürlich gerade nicht gemessen werden. Über Streichen komme ich dann weiter ins Menü. Hier könnte ich jetzt, wenn ich welche gespeichert hätte, meine Nachrichten ansehen. Hier sind unsere Trainingsmodi, also zum Beispiel Rennen, Fahrradfahren, Schwimmen, Yoga und Tennis. Unser normales Funktionsmenü. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel einstellen, dass ich lieber nicht gestört werden möchte vom Tracker. Ich kann mein Hintergrunddesign auswählen, also in welcher Form Datum und Uhrzeit angezeigt werden sollen. Geräteinformationen. Ich könnte auch ein Reset machen. Und ich kann den Tracker natürlich auch ausschalten. Hier würden meine Erinnerungen stehen, wenn ich welche programmieren würde. Und dann bin ich auch schon wieder auf dem Startbildschirm. Also alles sehr einfach und schnell zu bedienen.